Einen schläft man auf jeden Fall beschissen, so viel kann ich hier sagen. Ja, ist natürlich ein Tiefschlag, den man direkt zu Beginn des Turniers nimmt. Nichtsdestotrotz darf man es auch nicht überbewerten. Natürlich war Spanien eine Nummer besser als wir gestern. Aber auch das im Prinzip liegt immer noch in unserer eigenen Hand. Wir müssen morgen gegen Lettland gewinnen und in der Hauptrunde auch jedes Spiel. Ja, von daher haben wir jetzt ein bisschen Druck, vielleicht hilft uns das ja. Ja, beim Fußball wurde natürlich ordentlich geballert und schön mit Einsatz gespielt, aber das bringt das Team auch wieder ein bisschen zusammen. Ich glaube, heute war das Training sehr konzentriert. Die technischen Fehler, die wir gestern im Spiel noch gemacht haben, hatten wir heute zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, da war der Fokus und die Konzentration dann doch sehr hoch. Ich habe immer Rückraum gespielt, bis ich 15, 16 war. Und dann irgendwann hat mich erst Klaus-Dieter Petersen in den Kreis gestellt und dann habe ich in der Jugendnationalmannschaft immer weiter Kreis gespielt. Manfred Hofmann, der Weltmeister-Torhüter damals, meinte, ich wäre ein genialer Mittelmann. Aber ich musste mich dann leider, umso älter ich wurde, dann dem Kreisauer Spiel anpassen. Ja, das ist schwierig zu sagen eigentlich. Im Prinzip, ich probiere immer meinen Körper da reinzustellen. Ich glaube, für Spieler wie zum Beispiel Pek und Bambam oder Finn Lemke ist das unheimlich schwer, gegen mich zu spielen, weil ich einfach deutlich kleiner bin, meinen Schwerpunkt tief habe. Und da die eher natürlich die Größe dann lieber verteidigen, ist das zum Beispiel ein Punkt, wo ich mich gut durchsetzen kann. Und dann ist es einfach, ich glaube, bei meinem Spielstil eine Timing-Sache und dann auch eine Sache, wie lange man oder wie effektiv man eine Sperre auch halten kann. Boah, ich schieße unglaublich ungerne frei vom Kreis. Ich habe lieber diesen Körperkontakt. In meinen Augen kann ich ja besser und effektiver werfen. Ich glaube, meine Fehlwurfquote liegt gerade bei 3 Würfen mit Kontakt in der Liga und bei 10 ohne Kontakt. Von daher ergibt sich das von alleine. Unser 7-Meter-Duell ist meistens Uwe, Tobi und ich gegen Andi. Dann haben wir 20 Würfe oder 15 Würfe und dann bei 15-6 hat er zum Beispiel gewonnen. 15-5 gewinnen wir. Ja, so ist das dann. Dass meistens die Besten gewinnen und das sind in dem Fall Tobi, Uwe und ich. Ja, Andi wird natürlich jetzt Gegenteil behaupten, aber ich glaube so 80% gewinnen wir. Er ist natürlich nie zufrieden mit meinen 7 Metern. So willst du im Spiel nie werfen. Ja, okay, ich schieße im Spiel auch keine 7 Meter, aber für ihn reicht's.